Ja, hallo und herzlich willkommen zum heutigen 58. Themenpodcast des Conancast. Heute geht es um den vierten Kaito Kid-Bun in der Treasured Edition oder wie Clemens sagen würde, die kostbare Ausgabe, um hier den Witz noch ein letztes Mal zu bringen. Das ist ja der letzte Band von Kaito Kid, der bisher hier in Deutschland erschienen ist und auch in Japan. Und da möchten wir heute einmal den Inhalt besprechen und natürlich auch den Aufbau des Manga selbst. Und mit dabei ist heute auch Olli. Hallo. Und dann ist auch mal mit dabei Benjamin. Hallo. Ja, Benjamin kennt ihr ja noch vom Podcast zu Band 72, der vor rund einem Jahr erschienen ist. Die neuen Hörer werden dich wahrscheinlich noch nicht kennen, von daher wäre es vielleicht gut, wenn du dich noch mal kurz vorstellen könntest. Ja, mache ich. Ja, also ich bin der Benjamin, ich komme aus Bayern, bin 20 Jahre alt jetzt und leidenschaftlicher Conan-Leser, schaue alles. Und natürlich auch Kaito Kid. Ja, das ist natürlich sehr vorteilhaft, wenn man heute hier beim Podcast mitmachen möchte. Und ja, wir wollen uns den heutigen Band hier mal anschauen. Ist ja der letzte Band und zugleich auch der erste Band überhaupt mit, oder na, was heißt überhaupt, also der erste Band von Detektiv Conan Kaito Kid mit dem neuen EMA-Logo. Ja, und dann schauen wir uns natürlich erstmal die Vorderseite an. Kaito Kid Treasured Edition steht drauf. Wie gehabt, auch bei der alten Version, der gleiche Kaito Kid mit dem Feuerball, kann man ja fast sagen, und dann eben der Schriftzug mit der 4. Ja, finde ich sehr gelungen. Und das Weiß passt natürlich gut zu Kaito Kid. Das Rot erinnert ein bisschen an die alte Ausgabe, die ja so im Rotton gehalten war. Ja, gefällt mir persönlich sehr gut. Und auch das neue EMA-Logo, ja, sagt ja, mir sehr zu. Ich finde, das fällt sofort auf, dass es ein anderes Logo ist. Ja, vor allem wenn du es an der Seite mal, also wenn man die Seite anguckt, da ist ja unten auch das EMA-Logo drauf, das ist ja jetzt hochkant und sieht deutlich besser aus als das alte, wie ich finde. Und man erkennt auch deutlich besser, dass es, also sieht deutlich besser aus, finde ich. Ob man es besser lesen kann, weiß ich nicht, aber naja. Also ich finde generell, dass das Cover ist viel, viel besser. Ich finde, es hat halt nicht mehr dieses, wie in den ersten, dieses Kindische an sich. Ich finde, da wirkt einfach viel erwachsener Kaito Kid. Ja, wobei natürlich immer noch an den Haaren hinten, die sind ja noch ein bisschen grün. Man kann sagen, es ist grün hinter den Ohren. Also das sieht man noch, dass es der alte Zeichenstil von Aoyama ist und dass es eben kein neues Bild ist, sondern das alte Originalbild. Aber ja, stimmt natürlich schon. Ja, was natürlich sehr negativ auffällt diesmal, was wir auch unbedingt noch besprechen wollten, wo wir, glaube ich, schon 10-mal darauf verwiesen haben bei Twitter, Facebook und sonst wo, ist das neue Logo. Kevin ist heute leider nicht mit dabei im Podcast, aber er hat sich ja schon genügend über dieses Logo ausgelassen. Denn wenn man jetzt die ersten 4 Bände ins Regal stellt, fällt einem natürlich sofort auf, dass das neue EMA-Logo die ganze Optik zerstört. Und ich muss sagen, das ist nicht sehr optimal gemacht von EMA oder EM, ja, EMA heißen sie ja trotzdem noch. Das neue Logo sieht einfach nicht schön aus, wenn man die anderen 3 daneben stehen hat, was natürlich die meisten Fans haben werden. Und dementsprechend hätten sie vielleicht nach diesem Band auch noch mit dem alten Logo veröffentlichen können. Das fände ich persönlich sehr gut. Carlsen, hatte ich ja schon mal erwähnt, hat ja vor einiger Zeit auch das Logo umgestellt. Und alle Serien, die innerhalb eines kurzen Zeitraums auch danach noch abgeschlossen werden sollten, wurden da noch mit dem alten Logo auch veröffentlicht. Das hätte EMA vielleicht auch machen können. Und ja, muss ich ja nochmal kritisieren. Das finde ich nicht gut gemacht von EMA. Ja, habe ich persönlich jetzt... Ist mir jetzt noch nicht so aufgefallen. Ich habe es jetzt noch nicht so im Regal stehen gehabt. Ich war jetzt die Tage gar nicht zu Hause. Deswegen habe ich es noch nicht so einzeln im Regal halt stehen gehabt, sondern mit auf Reisen gehabt, den Band. Und deswegen ist mir das mit dem Logo jetzt nicht so aufgefallen. Kommt, denke ich mal, aber auch auf die persönliche Einstellung drauf an, wenn man jetzt nicht so perfektionistisch darauf ausgerichtet ist, dann stört einen das, denke ich mal, auch nicht hundertprozentig. Ja, klar, also es fällt, ist eben nicht eine gravierende Änderung, aber es ist trotzdem eine, ja, die da ist und die man auch hätte vermeiden können. Also finde ich ein bisschen unnötig irgendwie. Obwohl natürlich klar ist, das neue Logo irgendwann rauf muss, zum Beispiel bei Detektiv Conan ist klar, dass sie jetzt bei 75 jetzt draufdrucken werden und dann nicht noch die alten Logos bis Band 100 weiterführen werden. Das macht natürlich keinen Sinn. Ja, aber wie gesagt, was du schon sagtest, also bei Kaito Kid steht ja nun wirklich fest, es sind nur 4 Bände und da wird wahrscheinlich, also bisher, kein weiterer kommen. Und wenn, dann werden es noch nicht so viele sein. Ja, also. Und ich denke auch mal, wenn ein 5. Band kommen sollte, dann nicht in den nächsten Jahren. Und dann hast du schon mal für 3, 4, 5 Jahre diese 4 Bände so richtig mit
einheitlichem Logo im Regal stehen und dann interessiert das auch niemanden, wenn dann, also wenn dann in 5 Jahren neuer Band kommt, da kann auch das neue Logo rauf, ist natürlich kein Ding. Ja, das wäre so vom Stil her vielleicht so gar nicht schlecht, weil dann hat man so die alten 4 Bände quasi mit dem alten Logo und die neueren Geschichten dann mit dem neuen Logo. Ja, stimmt natürlich. Wobei Kaito Kid ja auch eine, also der 4. Band natürlich auch eine neuere Geschichte ist. Der erschien ja im Original, ich meine, 2006 oder ja, 2007 in Japan und 2008 dann in Deutschland. Also ziemlich aktuelle Geschichten hier, wenn man das mal mit den anderen Bänden vergleicht, die ja 1900, schieß mich tot, 94 glaube ich veröffentlicht wurden, also oder noch davor. Das sind ja hier brandneue Geschichten, kann man praktisch sagen. Und so lesen sie sich eigentlich auch. Ja. Dazu kommen wir dann später noch. Sieht man auch am Zeichenstil, finde ich. Ja, na klar, sehr. Bis auf das Logo hier und die Farbseiten am Anfang. Und ja, also ich finde ja auch, dass das neue Logo ist sehr störend, vor allem wenn man bedenkt, dass es wirklich nur 4 gibt bis jetzt. Und bei Con finde ich es jetzt nicht mehr so schlimm, weil gut, bei Con, da muss der Bruch ja irgendwann kommen. Und da finde ich es nicht so schlimm, aber wenn es ja wirklich nur 4 gibt, dann ist es schon ein bisschen störend. Ja, das auf jeden Fall. Also ich bin da auch so ein Ästhet, sage ich mal. Und ich finde es auch gut, wenn man im Regal eine Einheit hat. Ja, ich finde es auch berechtigt, EMA hier zu kritisieren. Vielleicht, verbessern können sie es nicht mehr, aber das geht schlecht. Ist schade. Alle Bände nochmal einziehen, mit dem alten Logo nochmal neu rausbringen und dann tauschen. Ja. Vielleicht die zweite Neuauflage wird es ja dann. Ja, die Neuauflage, genau. Ich hätte ja auch schon gelesen, dass es zu den ersten Bänden auch schon eine zweite Auflage geben soll. Ich weiß nicht, wie der Wahrheitsgehalt da ist, aber wäre natürlich wünschenswert, dass EMA da noch schon eine zweite Auflage bringt. Also, dass die Bände sich auch reißend verkaufen, ist natürlich grandios dafür. Und vielleicht erwarten uns dann ja auch noch, ja, was erwartet uns noch? Kaido Kid gibt es ja gar nicht so viel. Der Sonderband ist ja schon draußen, also, naja, egal. Ja, aber vielleicht steigt der Druck für den 5. Band. Ja, wenn sich's wirklich so gut verkauft. Na, wobei eben Ada ja wenig machen kann, also Aoyama eher, aber ich denke mal, in Japan verkaufen sich die Bände auch ziemlich gut. Weswegen ja auch in Japan die Neuauflage kam, also es war ja so, in Japan wurden ja auch die Originalbände damals verkauft und dann wurden die vor einigen Jahren, also 2011, 10, neu aufgelegt in der Treasured Edition eben, die wir jetzt ja auch hier bekommen, also und dann auch noch mit DVD noch dazu, so dass man auch Anime-Episoden dazu noch bekommen hatte. Die gibt's ja hier in der deutschen Version nicht. Und da gab's, glaube ich, in Japan auch noch eine Postkarte im Band mit drin. Und dies und das und jenes. Und naja, wir haben jetzt hier ein Band, ganz normal, ohne DVD, ohne Postkarten. Dafür aber mit Farbseiten an einigen Stellen. Und ja, und vorne drin auch. Dann würde ich sagen, fangen wir mal damit an. Und schlagen den Band mal auf. Vorne lächelt uns natürlich wieder Kaito Kid entgegen. Ich weiß gar nicht, ob das ein aktuelleres Bild ist oder ein älteres. Ich schätze mal, das ist ein älteres. Kennt man, glaube ich, gut an diesem Dings, was vom Monokel da runterhängt. Wie heißt denn dieses? Diese Schlaufe da mit dem Dreieck dran. Und auch an der Krawatte, finde ich, erkennt man das einigermaßen. Ist ein bisschen älter. Also ich würde es vielleicht so am Gesichtsausdruck auch festmachen, dass ich mir gut vorstellen könnte, dass das so ein Bild sein könnte, was vielleicht im 3. Manga oder so schon zu sehen war. Ja, stimmt. Und vor allem auch daran, dass der aktuell, also ja mehr nach, genauso wie Shinichi aussieht und damals noch mehr so eigene Charakterzüge hatte, fand ich. Also merkt man auch, wenn man den Band liest, dass sich das immer mehr an Shinichi angleicht, finde ich. Also ich finde auch, man sieht es auch, wenn man sich das Cover anschaut, da kann man schon deutliche Unterschiede erkennen. Ja. So. Also es liegt wahrscheinlich irgendwo mittendrin, statt nur dabei, ja. auf der nächsten Seite noch ein älteres Bild, wo sich Kaito und Conan Rücken an Rücken stehen. Wobei, das kann ja gar nicht so alt sein. Ich schätze mal, von der Anfangszeit von Conan wahrscheinlich bei Band 16 irgendwo gezeichnet, als Kaito das erste Mal auftrat. Mag durchaus sein. Ich finde, Conan sieht doch auch nicht so aktuell aus, also ein bisschen älter, und Kaito Kid auch. Oder was sagt ihr? Ich würde mal vielleicht sogar vermuten, dass es vielleicht so eine Art Buntstiftzeichnung oder so wäre, weil man sieht, dass die Gesichter und so, die sind nicht so komplett ausgemalt wie sonst. Vielleicht eine Skizze oder so, man weiß nicht. Wäre mal interessant zu wissen. Ja.
Dann auf der nächsten Seite die Detective Boys. Das ist, glaube ich, ganz klar ein aktuelleres Bild. Muss ja Ja, sein. ein sehr schönes. Mit Sherlock Holmes daneben. Der Holmes der Neuzeit, wie man so schön sagt. Ja, also ich finde, das ist so ein Reden, das könnte so eine Episode der Detective Boys sein, wo sie verschickt machen, so ein richtiges Fail von Conan, so, weil er irgendwie so totaler Holmes-Fan ist und sich natürlich als er verkleidet und die anderen natürlich als den größten Rivalen. Ja, es gab ja in Band 68 schon das Zusammentreffen von, also Detective Conan natürlich, 68 Kid-Bände gibt es noch nicht. Da gab es das Aufeinandertreffen von Detective Boys und Kaito Kid, wo sich dann Genta auch als Kaito Kid verkleidet hat, nein. Kaito Kid hat sich als Genta verkleidet. Und ja, das war das erste und bis der einzige Aufeinandertreffen. Erinnere ich mich gerade dran, mit den vier Säulen da und Kirins Horn. Vielleicht hat er es dazu gezeichnet, man weiß es nicht. Also auf Aber ich der. finde, hier kann man auch wieder gut erkennen, dass halt doch ein neueres Bild ist, auch wenn man sich dann rechts das ältere anschaut. Ja, auf jeden Fall. Also da sieht Conan auch direkt gleich anders aus. Auch im Gesicht viel voller und der Gesichtsausdruck ist einfach so Conan-typisch und auch die Ohren. Oder ja, die sind irgendwie ein bisschen. Die Ohren sind immer so ein Merkmal, das irgendwie immer gleich auffällt, auch beim Anime vor allem. Da sind ja die Ohren am Anfang Staffel 1 noch ziemlich charakteristisch für die Zeit damals. Naja. Es sind halt schärfere Züge und ein markanteres Gesicht. Ja, so kann man es auch ausdrücken. Gut zusammengefasst. Dann haben wir noch ein Bild von Kaito Kid. Das sieht auch ein bisschen, vor allem mit dem Grinsen, mit diesem gezackten Mund da mittendrin. Das sieht auch bisschen aktueller aus, wenn nicht sogar sehr aktuell. Auch hinten die Haare sind ja jetzt weiß gehalten und nicht mehr so grün wie damals. Ist nicht mehr grün hinter den Ohren, er ist jetzt weiß hinter den Ohren. Und ja, find ich überhaupt sehr schön, dieses Bild, ganz Porträt hier von Kaito Kid. Das ist wirklich gelungen, also muss man so sagen. Ich finde generell Farbseiten sind schon mal ein großes Plus. Ja, Ja. dafür kann man auch die 57, denke ich mal, gut ausgeben. Also sind ja nicht nur die Farbseiten am Anfang, sondern auch die Titelseiten von den einzelnen Kapiteln, die ja hier im Band mit enthalten sind und auch bei früheren Bänden, also bei Band 2 und 3 mit drin waren. Bei 1 gab es ja, glaube ich, noch keine, auch im Original nicht. Und finde ich auf jeden Fall sehr schön, dass hier welche mit dabei sind und da ist der Preis auf jeden Fall auch gerechtfertigt für, wenn man mal vergleicht, dass andere Manga mit für den gleichen Preis verkauft werden, wo dann nur 3, 4 Farbseiten vorne drin sind. Also. Ja, wobei man sagen muss, dass diesmal ja keine Übersetzungskosten anfielen, da die Übersetzung ja noch die Originalübersetzung aus dem Original-Kit-Band ist, also die ja damals veröffentlicht wurden von EMA. Auch die mit den gleichen Fehlern noch drin, also, Ja, naja. genau. Ja, da möchte ich nicht genau darauf eingehen, auf die Fehler, aber es sind auch sehr wenig im Vergleich zu Detective Conan, wie wir ja schon mal erwähnt hatten in den früheren Podcasts. Ja, das ist natürlich klar. Also mir ist in dem Fall auch nur ein Rechtschreibfehler aufgefallen, wo sie halt ein N vergessen haben. Ja, mir fällt, ist gar keine aufgefallen. Ich muss doch sagen, ich habe nicht so explizit danach gesucht. Marcel ist noch eine aufgefallen, den wir gleich noch erwähnen werden. Der ist ja heute auch nicht mehr beim Podcast dabei, leider. Wird dann natürlich auch in Zukunft mal wieder mit dabei sein. Ja, dann gibt es noch eine Farbseite. Also man kann es ja nicht Farbseite nennen, aber auf diesem Hochglanzpapier eben, der Kaito Kid im Theater oder wo auch immer er da ist, im Ja, das. Festsaal, keine Ahnung. Ja. Schwarz-weiß gehalten, aber trotzdem auf Hochglanzpapier, finde ich sehr schön. Wäre auch, glaube ich, unsinnig gewesen, das jetzt auf normalem Papier zu drucken und dann danach wieder auf Hochglanzpapier weiterzumachen. Also, naja. Ja, dann eine Inhaltsangabe auch auf diesem Hochglanzpapier, eben auf der Rückseite. Und dann geht's los mit dem ersten Kapitel Crystal Mother. Und da ist natürlich gleich der erste Rechtschreibfehler, nämlich wird das hier Crystal Mother mit I und im Inhaltsverzeichnis mit Y richtig geschrieben. Und ja, damit geht's im vierten Kaido Kid Band los. Und ja, da wird uns jetzt Olli mal genau erzählen, was im ersten Kapitel, das sich Crystal Mother nennt, denn so alles passiert. Ja, genau. Also es geht im Prinzip, beginnt das Kapitel in einem Zug. Man erfährt, dass die Königin von Inglam nach Japan gekommen ist. Warum genau, glaub, weiß ich jetzt gar nicht. Vielleicht um einfach nur so eine Reise oder
um ein paar berühmte Leute halt in Japan zu sehen. Auf jeden Fall hat sie halt den Staatsschatz dabei und das ist eben dieser Crystal Mother. Das ist halt der größte Topas Europas, wie es heißt. Ich nehme an, Topa ist eine Art Edelstein, kenne mich da jetzt nicht so mit aus. Und naja, wie es halt so ist, Kaito Kid hat eben angekündigt, diesen Edelstein halt zu stehlen während der Zugfahrt und deswegen ist auch Nakamori halt mit in dem Zug und fungiert sozusagen als persönlicher Leibwächter der Königin. Und jetzt ist halt die Frage, ob Kaito Kid es gelingt, während dieser Zugfahrt nach Osaka, die 2,5 Stunden dauert, ob es ihm dann halt gelingen wird, sozusagen in einem geschlossenen Abteil, nämlich der Zug, es ihm da gelingt, den Staatsschatz an sich zu bringen und dann eben damit halt auch zu fliehen. Ja, mir persönlich hat das Kapitel sehr gut gefallen, wurde ja auch schon als OVA umgesetzt. Ich glaube, die vierte oder so war das. Und ja, dadurch, dass halt Nakamori sozusagen der Leibwächter der Königin ist, gibt es auch ein paar lustige Szenen halt. Ja, ist also ein sehr tolles Kapitel. Ja, ich fand's auch sehr gut, also na, nicht sehr gut, aber ich fand's gut. Das wird hier eigentlich, hier wird praktisch die Handlung aus dem dritten Band weitergeführt. Und sehr spannend fand ich auch am Ende, dass die Haupthandlung weitergeführt wird, ohne hier zu viel zu verraten. Ja, also Das man kann fand ja ich. noch Ja? ergänzen, dass die Organisation mit dabei ist. Ja, genau, das ist die, ja, die Haupthandlung, die ja hier weitergeführt bzw. immer noch eingeführt wird. Und entsprechend ja, finde ich das Kapitel sehr gelungen. Ja, nicht sehr gelungen, sondern gelungen. Und ja, das finde ich sehr spannend und auch gut gemacht. Der Fall an sich oder das Kapitel an sich ist mir nicht sehr gut in Erinnerung geblieben. Aber trotzdem, ja, denke ich mal, kann ich hier durchaus. Ich gebe mal 3 von 5 Kaito Kid Zylindern oder ja, Zylinder vergebe ich mal. Ja, durchschnittliche Bewertung für dieses Kapitel. Es kommen auf jeden Fall noch bessere in diesem Band. Von daher diese Bewertung jetzt hier. Ja, also ich fand ihn auch sehr gelungen. Ich finde, es war ein guter Einstieg für den vierten Band. Ich würde aber allerdings auch nur 3 Kaito-Kid-Zylinder geben, da es mich nicht unbedingt vom Hocker gehauen hat, aber es dennoch eine gute Geschichte war. Ja, dem Ganzen würde ich mich einfach mal so anschließen. Es ist ein schönes Kapitel, aber es gab jetzt auch nicht so die Momente, die jetzt wirklich sozusagen für mich eine höhere Bewertung Oh, ja, versprochen haben. da sind wir uns heute ja mal wieder einig. Das ist schön. Ja. Ja, da würde ich sagen, kommen wir auch gleich mal zum nächsten Kapitel. Das Kapitel 2, Red Tier. Und da würde uns jetzt Benjamin etwas drüber erzählen. Ja, also wie der Titel schon sagt, geht es um Red Tier, das ist ein Edelstein. Und zu Beginn des Kapitels sind wieder farbige Seiten, bei denen am Anfang Kaito gewarnt wird von Akako, Ja. dass der Rubin verflucht sei. Und er erinnert sich auch daran, dann, dass sein Vater auch schon mal etwas mit diesem Rubin zu tun gehabt hat. Eigentlich hatte er vor, diesen Rubin zu stehlen, doch dann macht er einen Rückzieher aufgrund der Vorwarnungen und die Erinnerung an seinen Vater. Kurze Zeit später treffen sie auf der Straße Jodie Hopper, die ist die Enkeltochter eines bekannten Zauberers, James Hopper, der schon mit seinem Vater gemeinsame Sache praktisch gemacht hat. Die kannten sich auf jeden Fall schon von früher. Und dann sagt sie, dass sie halt eine Zaubervorstellung hätte und sie doch dort mal vorbeischauen sollen. Kaito lehnt aber ab, weil er eigentlich keine wirkliche Lust mehr darauf hat. Und in einer Gasse bemerkt er dann am Ende noch, dass sich Snake von der Organisation sich an sie angeschlichen hat und sie belauscht hat. Und diese halt auch glauben, dass dieser Red Tier eben diese besagte Pandora, dieser Stein sein soll, der ewiges Leben verleiht, was hier, nachdem diese Organisation ja hinterher ist. Und die Haupthandlung findet praktisch bei dieser Zaubervorstellung statt, in der eben die Frage aufkommt, ob es die Organisation schafft, den Stein an sich zu nehmen
ob Kaito Kid wirklich gar nicht mehr auftritt und was denn eigentlich mit Jodie Hopper passiert, denn die hatte eigentlich ja vor, da ihre Karriere zu beenden. An sich war es eine sehr gute Geschichte, ein sehr gutes Kapitel. Mir hat vor allem die Sache gefallen, dass es halt ein bisschen mehr um seine Vergangenheit ging, was halt da mit seinem Vater, was er da halt sich an ihn erinnert hat. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also ich würde da 4 Kaito-Kid-Zylinder geben. Ja, also ich fand das zweite Kapitel auch schon besser als das erste, muss ich sagen. Ging ja wieder mit Farbseiten los. Da auch mit einem sehr interessanten Fakt, dass nämlich der Red Tier, zuerst in Blau und danach auf der Titelseite selber als rot zu sehen ist, mit Toichi auch mit vorne drauf, als Kaito Kid verkleidet. Wie du schon sagtest, finde ich sehr schön, dass hier auch um Kaito Kids Vergangenheit mal wieder geht. Und ja, auch der Fall an sich mit dieser Frau, ich weiß den Namen gar nicht mehr. Wie hieß sie Die noch? Jody. Jody Starling. Nein. Fast. Fand ich sehr interessant. Und auch, dass diese Organisation aus Kaito Kid, die ja nichts mit der Organisation aus Detective Conan zu tun hat, um das hier nochmal zu erwähnen, das hatte Aoyama erst kürzlich aufgedeckt, im Interview, was eigentlich irgendwie schon klar war, aber trotzdem. Fand ich sehr interessant, dass sie Kaito Kid oder Kaito Kuroba dort auch verfolgt haben, also praktisch von seiner Identität wissen, schätze ich mal. Und ja, der Fall an sich mit dieser Judy, keine Ahnung. Ja, das am Ende hat mich ziemlich an den 13. Film erinnert, wo es eben diese Konfrontation mit Irish oben im Tokyo Tower gab. Fand ich ziemlich lustig irgendwie. Ich weiß gar nicht, warum das mir so gekommen ist. Ich weiß gar nicht, ob ihr das auch so seht. Und das Ende hat mich natürlich ziemlich sofort an den dritten Film erinnert. Ist irgendwie, ohne jetzt hier verraten zu wollen, worum es ging. Ich glaube, ich habe schon verraten dadurch, aber Ja, nicht unbedingt. ja, nee, aber fand ich sehr, sehr schön und dementsprechend würde ich hier auch durchaus 4 von 5 ja, Diamanten vergeben wollen, kann ich ja mal Ja. sagen. Ja, ich weiß gar nicht, was mir noch gefehlt hat. Vielleicht irgendwie, ich kann es wirklich gar nicht sagen, aber so überragend fand ich den Fall irgendwie nicht. Also, schon gut, aber nicht jetzt so, dass ich sagen würde, lest euch dieses Kapitel durch und vergöttert das. Das ist es nicht, das sind andere Kapitel, die ich da vorziehen würde. Ja, also ich schließe mich euch da dann auch mal an. Ja, vielleicht, darf ich Nee, noch kurz, ach nee, vielleicht, lass noch nicht fertig. nee, mir fiel es gerade noch ein, vielleicht weil dieses Aufeinandertreffen mit der Organisation vielleicht so ein bisschen künstlich wirkt, finde ich irgendwie so, dass sie auf einmal da sind und dann den Diamanten da und dann gibt es auf einmal eine Konfrontation mit Kaito Kid und dann ist schon wieder alles vorbei und vielleicht hätte man das ein bisschen mehr ausführen sollen, da wäre es vielleicht besser geworden, also wobei es ja bisher nur ein Kapitelfälle gab und dementsprechend, naja, aber das hätte man vielleicht besser ausführen können sollen, wäre es vielleicht noch besser geworden in diesem Fall, aber kannst gerne weitermachen. Ja, also dann setze ich fort. Also wie gesagt, ich schließe mich euch in der Bewertung an, gebe 4 von 5, ja, auch ruhig Red Tears, aber es gibt nur einen, naja. Aber ich fand die Geschichte eigentlich auch sehr gut, wobei ich zu dem Punkt sagen muss halt, dass die Organisation, sagtest du ja, dass sie eher im Kaito Kuroba verfolgt haben. Ich denke da eher, dass sie sich an die Miss Jody geheftet haben, weil sie ja die Besitzerin dieses Steins ist, dass sie vielleicht da eher von gehört haben, Ah, stimmt natürlich. weil das ja, denke ich, auch bekannt ist, dass die Hopper-Zaubergruppe diesen Red Tier als Maskottchen oder so hat. Und ja, nee, wie gesagt, finde ich recht gut, auch dass die Organisation hier auftaucht und ja, dass die Zaubershow halt ein bisschen in Unruhe versetzt, sagen wir mal so. Und ja, dass dann halt auch ein bisschen ans Licht kommt, wie sie halt so bei ihren Sachen vorgehen und so. Finde ich eigentlich besser, dass die Organisation da besser dargestellt wird als in diesem Zugfall. Also da kann man, denke ich, mehr hinter ihre Vorgehensweise und so blicken. Und eben auch, Ja. ja, dass nochmal halt Bezug zu Kaitos Vergangenheit hergestellt wird und ja, dann eben auch noch so ein paar Parallelen zu irgendwelchen Filmen auftauchen, die wir aber hier nicht weiter näher ausführen wollen. Also
Von daher war doch ein recht ordentliches Kapitel. Jo. Gut, dann würde ich sagen, machen wir mit dem nächsten Kapitel weiter. Das ist jetzt das erste Doppelkapitel oder der Fall, erste Fall mit zwei Kapiteln aus Kaito Kid. Kapitel 3 und 4, Black Star, Teil 1 und Teil 2. Und da würde uns jetzt Olli mal wieder ein bisschen was drüber erzählen. Ja, genau. Also Black Star wurde bereits bei uns in Deutschland umgesetzt als Anime, trägt da den Titel, ich glaube, Meisterdieb 1412 Teil 1 oder so. Und ja, es beginnt halt, im Prinzip ist der Anfang des Kapitels ja der Beginn sozusagen einer ganz anderen Geschichte, halt der Black Star aus Detektiv Conan. Und der eigentliche Teil des Kapitels geht halt darum, dass Kaito Kid angekündigt hat, eine Uhr zu stehlen, die da auf irgendeinem Platz steht. Und Aokor ist natürlich nicht gerade besonders erfreut darüber, weil sie halt meint, dass Kaito Kid nur ein Dieb ist, der halt alle möglichen Leute halt nur für sich so gewinnt, und die ganzen Leute, die ihn anhimmeln, das sind alles nur Groupies und mag ihn halt überhaupt nicht. Akako ist da schon anderer Meinung und meint, dass Kaito Kid sehr interessant ist. Und naja, wie gesagt, es geht dann halt darum weiter, dass sie halt ja sich da in der Schule halt drüber unterhalten und dann eben auch darauf kommen, dass Kaito Kid eine Uhr stehlen möchte. Diese Uhr wird dann eben wie immer von unserem Inspektor Nakamori halt beschützt, und genauer gesagt geht es halt nicht darum, dass Kid die Uhr stehlen möchte, sondern wohl eher Edelsteine, die sich in den Uhrenzeigern befinden. Und ja, der Besitzer will das natürlich verhindern und vertraut, wie gesagt, Nakamori halt die Beschützung der Steine an. Und na, dann geht halt mit Kid geht's dann halt los, dass er halt sozusagen den Raubzug plant. Und ja, ob er sozusagen, und ja, dann ist es halt noch so, was ich noch zum Schluss sagen möchte, dass Nakamori halt ungewollt Unterstützung von einem hellen Kopf bekommt. Wer das aber ist, möchte ich jetzt heute noch mal nicht verraten. Oh. Vielleicht wissen es ja einige auch schon. Aber es wird auf jeden Fall ein tolles Aufeinandertreffen werden, und man kann gespannt sein, ja, ob Kaito Kid es jetzt gelingt, die Edelsteine zu stehlen, oder ob er vielleicht sogar mal von Nakamori verhaftet wird. Das sei mal dahingestellt. Ja, also zur Bewertung der beiden Kapitel, ja, wie gesagt, finde ich recht gut, diese Konfrontation, die da stattfindet, und ja, dass auch Kaito Kid hier halt mal ein bisschen in Bedrängnis gerät. Und wie er sich dann halt sozusagen aus diesen Bedrängnissen halt, ja, wieder rausschindet und so. Ist ganz interessant. Ja, ich überlege gerade noch, wie viel ich an Bewertung da halt gebe. Schwanke noch zwischen 3 und 4, würde ich sagen. Wollt ihr vielleicht erstmal, wenn ihr schon genau wisst, was Ja, ihr geben wollt? also ich kannte den Fall ja bisher noch nicht. Ich habe die Anime-Episode hier in Deutschland auch noch nicht gesehen, muss ich dazu sagen. Die hieß überhaupt Der junge Meisterdieb, Teil 1 und Teil 2. Das Okay, mit dem okay. Meisterdieb 1412 war ja der erste Fall mit Kaito Kid hier im deutschen Anime, meine ich. Episode 178 oder so. Also auch der erste Fall mit Kaito Kid im deutschen Manga, wo die da aufeinandertreffen. Ja, da war Und es, ja. ja, um mich auch nochmal zu verbessern, irgendwie ist es hier im Kaito Kid Manga so, dass Black Star Teil 1 und Black Star Teil 2 beide Kapitel Nummer 3 sind. Das wird auch später so sein. Wusste ich gerade eben gar nicht. Also beide Kapitel haben die Kapitel Nummer 3. Macht irgendwie keinen Sinn, aber ist eben jetzt hier so. Ja, geht auch wieder mit der Farbseite los. Finde ich sehr schön, wie immer. Und ja, ansonsten, das Shinichi dabei ist sehr schön. Ist ja auch das erste und bisher, glaube ich, einzige Aufeinandertreffen wird es auch bleiben von Interessant, Kaito Kid ja. und Shinichi hier im Manga oder auch generell. Ich weiß gar nicht, ob es in Detective Conan vielleicht nochmal zum Aufeinandertreffen von Shinichi und Kaito Kid kommen wird. Denn am Ende geht es dann ja weiter, wo
Shinichi oder Kid sich doch irgendwie verabschieden und dann geht doch die Handlung zu Detective Conan weiter, oder wie war das? Ja, ich glaube, dann geht es los halt mit dem Black Star-Fall, oder? Ja, genau, Black Star war das, was, hat Kaito Kid das gesagt? Ja. Ja, genau. Da will er hin. Und ja, dann geht es mit der Detective Conan-Handlung weiter. Praktisch. Es gibt ja viele Verknüpfungen dort, hier und dort. Mal Detective Conan schwenkt dann rüber zu Kaito Kid. Kaito Kid schwenkt rüber zu Detective Conan. Finde ich immer sehr schön, solange die Handlungen beide nicht zu sehr verstrickt sind und dass es unterschiedliche Organisationen sind, finde ich auch sehr schön, und dass sie auch jetzt eigenständig gegen die Organisationen agieren sollen, ist natürlich auch gut jetzt, dass das nicht zu sehr ineinander verstrickt wird, weil es ja eigentlich eigene Handlungen und Universen auch sind, und finde ich gut. Ansonsten finde ich sehr schön gemacht, dass Shinichi hier auftaucht. Ich war darüber erst gar nicht im Klaren, als ich da angefangen habe, das Kapitel zu lesen. Als dann später aber so ein Mann mit Helm auftauchte, dachte ich mir schon, na, das wird er wahrscheinlich sein, wer auch sonst. Und ich war dann sehr überrascht, und auch war es schön, dieses Kapitel oder diese beiden Kapitel eigentlich zu lesen. Ja, fand ich sehr gelungen. Nur aber nicht unbedingt perfekt. Also da fehlte mir irgendwie doch wieder was, obwohl es jetzt zwei Kapitel sind. Dieser Trick mit der Uhr war irgendwie, ging es ja um Code. Das fand ich irgendwie ein bisschen merkwürdig, auch im Deutschen umgesetzt. Das war ja im Japanischen wahrscheinlich ganz anders. Und ja, ich vergebe mal 4 von 5 hier Helikopterhelm, weil Shinichi die da auf hat. Und ja, 4 von 5 sind, glaube ich, denke ich mal, ganz angemessen. Also ja. Ja, also mir hat der sehr gut gefallen, der Kapitel. Ich habe den Anime schon gekannt. Mir war es auch sofort klar, um was es geht. Wie ich die Farbseiten schon gesehen habe, war mir schon klar, um was es geht. Ich finde die Geschichte gut. Ich finde, es sind viele spannende Wendungen dabei. Kaito Kid muss sich vieles ausdenken. Aber für den großen Wurf hat es bei mir auch nicht gereicht. Ich würde auch 4 von 5 geben. Weil dafür war zu wenig Tiefgang drin. Dafür hätte noch ein bisschen mehr gefehlt. Aber an sich war es auf jeden Fall super, dass Shinichi Kudo vorkommt. Ja, was vielleicht noch zu erwähnen ist, dass im Anime geht es ja dann weiter mit eben diesem Black Star. Dort kommt er ja dann mit Conan in Berührung. Und das ist ja eigentlich sozusagen eine Vorgeschichte, damit man weiß, dass sie sich eigentlich ja schon mal begegnet sind. Aber an sich finde ich das einfach sehr gut. Ich finde es auch schön, dass es hier um die Hintergrundgeschichte von Kaito Kuroba und Aoko geht, um die Vergangenheit sozusagen. Und ich dachte eigentlich erst, das wird dann am Ende vergessen, aber es wurde trotzdem noch ausgeführt. Fand ich sehr schön und ja, klasse gemacht. Also dass es da auch jetzt im 4. Band hier vor allem ein bisschen mehr um die tiefgründigere Handlung geht, das finde ich sehr gut gemacht. Und hebt den Band auch im Vergleich zu den ersten 3 Bänden deutlich hervor, muss ich sagen. Also, es geht in die richtige Richtung bei der Serie. Ja, hast du dich denn schon jetzt entschieden, Olli, welche Bewertung du abgeben möchtest? Ja, ich glaube, ihr habt mich dann doch eher überzeugt, dass ich auch 4 von 5 Uhrenzeigern gebe, weil es doch nicht nur halt die Haupthandlung ist und weil hier halt noch ein paar nette Nebenszenen und so mit eingebaut sind. Und wozwischen hattest du denn geschwankt? Zwischen 3 und 4? Genau, oder? Hatte ich ja vorhin gesagt. 3 und 4. Okay. Ja, ich finde 3 schon ein bisschen tief und 5 ist irgendwie meiner Meinung nach ein bisschen hoch. Also, ja. Ja, also ich muss sagen, ich war auch 3 und 4, weil ich kannte die Geschichte halt eben schon. Aber wenn ich sie jetzt zum ersten Mal gelesen hätte, hätte ich auf jeden Fall 4 gegeben. Ja, also ich muss sagen, ich komme bei diesen ganzen Geschichten irgendwie mal ein bisschen durcheinander. Ich finde die irgendwie nicht so einprägsam wie zum Beispiel die Detective Conan-Fälle. Vielleicht bin ich auch ziemlich auf Detective Conan gepolt und komme jetzt hier irgendwie durch den anderen Zeichenstil oder keine Ahnung was ein bisschen durcheinander. Ich muss sagen, mir bleiben diese ganzen Fälle irgendwie nicht so individuell im Gedächtnis. Also die vermischen sich alle mittendrin, die sind ja eh nicht aufgebaut alle. Und das finde ich irgendwie bei Kaito Kid ein bisschen schlecht generell, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob es bei euch da auch so ist. Ja, ich denke, das Hauptproblem ist halt vor allem, er stiehlt immer irgendwas und meistens ist es immer dasselbe und es geht auch immer von ihm aus. Er kommt ja nie zufällig in irgendwas rein. Ja, also es geht ja meistens um Diamanten oder sowas und
Dementsprechend. Jetzt hat er hier im vierten Band natürlich ziemlich viele Gegner und es geht eigentlich so, es kommt, er will was klauen, dann kommt ein Gegner und dann will er nochmal was klauen, dann kommt noch ein Gegner, dann will er nochmal was klauen, dann kommt noch ein Gegner und dann ist es irgendwie immer so, man weiß gar nicht mehr, was da so wirklich passiert ist neben den ganzen Gegnern und den ganzen Diamanten und was auch immer er klauen will. Ja, ist bei Detective Conan natürlich bisschen anders. Man kann auch die Perspektive da ein bisschen wechseln und dies und das, also da hat Aoyama auf jeden Fall mehr Entfaltungsmöglichkeiten als hier bei Kaito Kid, finde ich manchmal. Ja. Gut, dann wollen wir trotzdem mal mit dem nächsten Gegner weitermachen aus dem Kapitel 4, GoldenEye Teil 1 und Teil 2, nicht Kapitel 5, nur Kapitel 4. Beginnt ja wieder mal mit der Farbseite, wo Kaito Kid gerade mal wieder einen Beutezug vollendet hat mit einem Messer. Und dann trifft er dort eben auf einen neuen Konkurrenten, das ist Chat Noir, also die schwarze Katze, wenn man das mal aus dem Französischen übersetzen möchte. Und ja, die beiden haben, also Chat Noir hat Kaito Kid eben zu einem Duell herausgefordert, einen Diamanten oder einen, ich weiß gar nicht, was es genau ist, ein Katzenauge, das Golden Eye, zu klauen. Natürlich wieder irgendeinen Diamanten, wertvoll und so weiter und so fort. Ihr kennt das Ganze, wie immer bei Kaito Kid. Natürlich will Nakamori das verhindern und auch andere Charaktere haben sich der Aufgabe angenommen, diesen Beutezug eben zu verhindern und Kaito Kid dingfest zu machen. Und deswegen soll Nakamori den Diamanten auch an seinem Finger tragen und den mit seinem Leben praktisch beschützen. Ob ihm das dann am Ende gelingt und wer von den beiden, also Kaito Kid oder Chat Noir jetzt, wem es gelingt, den Diamanten zu klauen oder ob es ihnen überhaupt gelingt, das möchte ich hier noch nicht verraten, aber es ist auf jeden Fall sehr spannend und ich finde den Fall auch gut gemacht, obwohl es dann wieder ein neuer Konkurrent ist, also ein bisschen 0815, aber es wurde sehr trickreich alles aufgebaut und ja, ich finde es auch nicht perfekt, aber ich denke mal 4 von 5, was gebe ich denn mal, Hängegleitern kann man da durchaus vergeben und ja, finde ihn auf jeden Fall überdurchschnittlich, aber nicht perfekt ausgefeilt. Da gibt es also deutlich noch einen deutlich besseren Fall. Ja, also ich finde den Fall auch sehr schön. Also ich glaube, so die Konstellation, dass es ein Diebesduell gibt, gab es bisher noch nicht, soweit ich mich erinnere. Und ja, das ist dann sozusagen wenn man genau sieht, so ein Dreierduell, Kid halt einerseits gegen Chat Noir, andererseits halt gegen die Leute, die den Stein oder Ring oder was auch immer das ist, beschützen wollen. Und ja, es gefällt mir dann halt so, ja, ganz gut, wie jetzt halt die beiden halt jeweils vorgehen wollen und ja, ob es denen dann halt gelingt. Auch interessant finde ich, dass hier auf die Geburtstage von einigen Charakteren eingegangen ist. Ja, genau. Und man halt auch so vielleicht auch den ein oder anderen Namen halt erfährt, woran der ein oder andere Name angelehnt ist. Hakuba kommt auch zwischendurch mal wieder vor, wer den also mag. Das. Ja, der ruft Kaito Kid an. Ja, das finde ich sehr schön gemacht. Auch dass man hier jetzt das erste Mal, glaube ich, erfährt, dass Hakuba auch von Kaito Kids wahrer Identität Bescheid weiß. Ich weiß gar nicht, ob ich das irgendwie überlesen habe, aber es klang hier für mich so, als würde er es jetzt das erste Mal oder Kaito Kid oder Kaito Kuroba verneint es dann noch so ein bisschen, dass er gar nicht Kaito Kid sei und so weiter und so fort. Aber das finde ich sehr gut gemacht. Also, dass das jetzt hier auch offiziell so praktisch von Aoyama eingebaut wurde. Ja, wie gesagt, das gefällt mir auch ganz gut. Ja, und wie gesagt, bleibe ich dann, schließe ich mich dir dann halt eben auch an und gebe 4 von 5 Katzenaugen. Wir sind uns heute ziemlich einig, finde ich. Also mal sehen, was Benjamin jetzt sagt zum Kapitel. Ich bin gespannt. Ja, also ich muss widersprechen. Oh. Ist ja klar, weil sonst ist ja die Spannung weg. Dann Spaß. Ich finde ihn sehr gut. Ich würde 5 geben, weil ich finde, es ist einfach so viel mit drin. Ich finde erstmal Hakuba, finde ich, einen super Charakter. Dass der vorkommt, ist schon mal ein sehr großes Plus bei mir. Und ich finde es einfach so viele unterschiedliche Charaktere und auch, was mir im Fall davor nicht so gut gefallen hat oder beziehungsweise was gefehlt hat, das ist einfach hier da. Diesen ganzen Tricks, die ganzen doppelten Böden, die kommen da einfach wunderbar zur Geltung. Und sowas finde ich immer super.
Ja, stimmt natürlich. Also am Ende wird es auf jeden Fall noch sehr, sehr spannend. Und wie du sagst, die ganzen doppelten Böden, damit hatte ich teilweise auch nicht gerechnet. Und die sind auf jeden Fall sehr gut hier auch eingebaut und von Kaito Kid auch umgesetzt worden. Also ja, kann ich schon verstehen, warum du hier 5 von 5 gibst. Ja. Gut, dann kommen wir jetzt zum letzten Kapitel oder eigentlich ja die letzten beiden Kapitel. Kapitel 5, Dark Knights, Teil 1 und Teil 2 auch noch, vermute ich. Und ja, da würde uns jetzt Benjamin noch was Genaueres drüber erzählen. Ja, also es ist ja praktisch zweimal Kapitel 5. Am Anfang gibt es wieder die Farbseiten. Dieses Mal wird man mitten in ein Szenario geschmissen. Kaito Kid flieht vor dem Inspektor und muss sich in einer Gasse verstecken. Daraufhin klingelt ein Walkie-Talkie und am anderen Ende ist Nightmare und der sagt halt, er sei sein Komplize. Damit wird man schon mal gleich in die Handlung reingeworfen. Es ist ein neuer Part da, dieser Nightmare. Und es gibt natürlich wieder was zu klauen. Diesmal sind es Ohrringe, die geklaut werden sollen. Dieses Mal soll er sich angeblich mit Nightmare zusammentun, Kaito Kid, um sie eben zu klauen. Zu Beginn ist es erst so, dass natürlich der Inspektor wieder versucht, diese Ohrringe zu schützen. Aber diesmal ist er nicht allein, denn er hat Hilfe von Interpol. Den Jack Connery, der ist Agent bei Interpol und der ist schon lange hinter Nightmare her. Und der hat auch davon Wind bekommen, dass der einen Coup landen will in Japan und darum steht er dem Inspektor zur Seite. Es bleibt auf jeden Fall spannend, ob Kaito Kid es mit Hilfe von Nightmare schafft, die Ohrringe zu stehlen und es gibt auch noch einen kleinen Gastauftritt von Hakuba, der auch wieder mal hervortritt aus dem Schatten. Und ich finde es sehr gut, weil es hat einfach wieder Spannung drin und Hakuba. Das ist halt einfach Und gut. Hakuba, ja, der Aber Bonus. diesmal würde ich trotzdem keine 5 geben, sondern nur 4, sagen wir mal, Masken. Ja, darf ich mal widersprechen? Ich Klar. würde gerne, diesmal würde ich gerne 5 geben, dann haben wir es mal ausgeglichen. Ich fand es eigentlich rundum perfekt, auch diese Hintergrundstory um den Vater des Jungen, also dass der Junge, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was das mit den Pferden soll. Es ging, glaube ich, um Pferde, wenn ich mich richtig erinnere. Und dieser Nightmare eben haben eigentlich eine perfekte Atmosphäre geboten und ich fand es auch spannend, was dann am Ende alles rauskam und wie sich das, wie die ganzen Rätsel gelüftet wurden und ja, was ich allerdings ein bisschen noch kritisieren muss und ich weiß gar nicht, ich könnte deswegen eigentlich auch nur 4 geben, aber mache ich mal nicht, um das hier auszugleichen, dass sich Kaito Kid hier als dieser Inspektor oder dieser, wie Der heißt der sich, Direktor. Direktor verkleidet hat. Das fand ich schon ein bisschen offensichtlich. Also der Nakamori, den ich kenne, aus Kaito Kid und auch aus Detective Conan, der würde das eigentlich gar nicht mal so zulassen, dass er da am Dings rumwerkelt und da im Wasser rumhantiert und dies und das und jenes. Das ist nicht der Nakamori, den ich kenne irgendwie. Also das fand ich irgendwie ein bisschen komisch. Also das war irgendwie so ein großer Minuspunkt hier. Ansonsten aber, dass Hakuba mit dabei ist, auch mit hier in der neuen Begleitung in einem Auto und dass Kaito Kid da eben ihn auch reingelegt hat in einer gewissen Weise, dass dann dieser Nightmare am Ende auftaucht und es die Konfrontation gibt und ja, fand ich eigentlich rundum gelungen, bis auf diesen einen Aussetzer eben und vergebe dann hier mal 5 von 5 Nightmare-Masken, sag ich mal. Ja, ich in der Bewertung bin der Letzte, ja, also um ja jetzt mich den vor meinen vorherigen Bewertungen und so anzuschließen, da es in dem Kapitel da auch keine so großen Änderungen gab, gebe ich 4 von 5 Masken. Ja, was kann ich so zu dem Fall sagen? Es ist auf jeden Fall interessant halt, dass diesmal jetzt sozusagen Kid Unterstützung halt von dem Nightmare bekommt, der halt wohl viele Fluchtwege halt planen kann. Und ja, hier ist mir dann auch wieder ein Rechtschreibfehler aufgefallen, gleich am Anfang halt, als über Nightmare gesprochen wurde. Da wurde halt ein N vergessen, weil halt gesagt wird, dass Diebe, die sich mit Nightmare eingelassen haben,
Einige wurden auf der Flucht erschossen. In diesem wurden fehlt halt das N. Wie gesagt, fällt einem nicht so auf, wenn man nicht unbedingt darauf achtet. Und ja, noch zu der Sache, was Philipp sagte mit dem Direktor. Da war ich auch am Überlegen, hat eigentlich Kaito Kuroba diesen Direktor schon mal gesehen? Also mir ist nicht aufgefallen, dass der vorher irgendwie schon mal aufgetaucht ist. Habe ich da irgendwas übersehen? Der ist doch auf Toilette gegangen und da hat ihn wahrscheinlich überwältigt und hat sich dann als er Ja, aber ausgegeben sozusagen. sozusagen, wo er halt wusste, dass, woher Kaito wusste, dass der Direktor halt im Prinzip dieser Glatzkopf halt ist. Also er hat Er ihn hat ihn doch. meiner Meinung nach nicht direkt getroffen. Also zumindest wurde es Ja, aber nicht. als er ihn dann. Er ist ihn dann noch auf die Toilette gefolgt und hat ihn da. Schachmatt gesetzt sozusagen und da hat er ihn ja dann gesehen und sich als er ausgegeben sozusagen. Er kann ja irgendwie alles nachmachen, ohne jetzt irgendwie sich speziell darauf vorzubereiten. Ja, das ist, wie Glaube gesagt, ich das ist mal klar. so. Also ich habe halt nur nicht, ich habe sozusagen halt die direkte Konfrontation der beiden vermisst, dass er halt auch wirklich wusste, dass er der Direktor ist. Ja, mag Hat natürlich man sein, jetzt dass. nicht gesehen, dass, also Ja. man hat in einem Bild gesehen, dass er halt wusste, wer der Direktor ist. Man, ich habe mich halt nur gefragt, ja, wo hat er den halt denn persönlich getroffen? Das muss man sich halt dazu denken. Ja. Gut. Dann haben wir am Ende des Bandes noch eine kleine Bonusgeschichte, die sich gar. Ja, Bonusgeschichte trifft es eigentlich gar nicht. Bonus-Kurzgeschichte, muss man eher sagen. Zwei Seiten, beziehungsweise eigentlich eine Seite, wo noch ein bisschen was zum letzten Kapitel dieses Bandes ausgeführt wird. Finde ich an sich sehr gelungen. Ich fand mal wieder sehr schön, dass Aoyama hier auch mal so eine Hintergrundstory wieder reingebracht hat. Hat er, glaube ich, schon einmal gemacht, bei Band 1, Ja, meine ich, bei wenn ich Band mich nicht 1 war ganz das. irre. Ja. Ja, fand ich sehr gut gemacht diesmal Genau. wieder. Auch interessant finde ich so die eine Nebenrolle, die halt dieser Junge dann da einnimmt. Wenn man genau guckt, dann sieht man halt auch, was der da noch zu erledigen hat. Halt in dem Bonus-Manga halt, wo Aoko vorschlägt halt, dass sie essen gehen wollen und der Junge sagt, er kann nicht, weil er noch eine Aufnahme hat. Ah, Da ja. hat er so eine Brille und sowas auf und eine Fliege. Ah, okay. Das ja, das ist schön, ja. Ist mir gar nicht aufgefallen, ehrlich. Jetzt Jetzt, wo ich's. fällt's mir auf, ja. Das ist gut Stimmt. gemacht. Was mir eben aufgefallen ist, ist dieser, der eine Direktor da, der eben aussieht wie Aoyama auf seinen Todesbildern aus Detective Conan eben immer. Also, wenn ihr Ja, den ist seht, dieser ja. Reg der Den Regisseur Regisseur ist doch, glaube ich, sogar Aoyama selbst, ne? ja, soll er auch sein, ja. Gut, dann gibt's ja am Ende des Bandes noch seine Verabschiedung, also Kaido Kids Verabschiedung, wie immer. Und dann eben diese spezielle Vorankündigung auf den fünften Band, die Episode Zero. Hört sich so spannend an, Episode 0, hört sich so langweilig an. Egal, auf Japanisch noch gehalten, in japanischer Schrift noch gehalten hier, die Vorschau mit auf, glaube ich, 4 Seiten. Mit deutschen Texten dazwischen. Ich kenne die beiden Kapitel schon, hatte die damals ohne Zusammenhang noch gelesen. Diesmal werde ich sie nochmal lesen und mal schauen, ob mir der Zusammenhang vielleicht ein bisschen klarer ist, jetzt wo ich den Kaido Kid Manga kenne. Und ich kann mal zu Band 5 sagen, also es gibt in Japan eben noch keinen Band 5. Es wurde ja schon angekündigt, dass es vielleicht irgendwann mal einen Band 5 geben wird. Offiziell ist noch kein Termin bekannt. In Japan gibt es den Band noch nicht, in Deutschland dementsprechend natürlich auch noch nicht und kann eigentlich auch noch nicht geplant werden. Er wird allerdings kommen. Es sind bisher schon 2 zusammenhängende Kapitel als ein, also eigentlich ein Kapitel mit 2 Kapiteln, wenn ihr versteht, was ich meine, weil ja in diesem Band häufiger so veröffentlicht worden und ja, da sind wir gespannt, was dann noch folgen wird an 9 Kapiteln von Aoyama vielleicht mal wieder und dann wird es wahrscheinlich irgendwann auch ein Band 5 und vielleicht auch irgendwann Band 6, 7, 8, 9, 10 geben. Wer weiß, wie weit Kaido Kid noch fortgesetzt werden wird. Ja, Ja. also ich bin auf jeden Fall gespannt, ob es wirklich halt Kaito Kid Band 5 geben wird, weil, wie gesagt, es ist immer so die Frage, welche Kapitel da halt noch hinzukommen, weil ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass sie, wie gesagt, ein Band machen, wo es nur diese 2 Kapitel halt geben wird, weil dann ist der Band ein bisschen arg dünn.
Nein, Aoyama wird natürlich noch mehr Kapitel zeichnen und das dann erst als Band veröffentlichen. Das macht natürlich so mehr Sinn. Also Nur dann, es folgen noch mehr Kapitel mit finde Kaito ich halt Kid. diese Ankündigung in dem Sinne so, ja, das ist so ein bisschen halt, man wird heiß gemacht darauf und dann, wenn das jetzt aber noch 5 bis 10 Jahre dauert, dann finde ich das irgendwie auch ein bisschen blöd. Tja, naja. Ist ja auch der einzige Band, in dem es so eine Vorankündigung gibt. Die gab es ja bisher bei Band 1 bis 3 gar nicht. Also wird es hier nur speziell auf Band 5, den es noch nicht gibt, vorausgeschaut sozusagen. Ist ja auch eine Vorankündigung, keine Ankündigung. Und da steht ja auch hinter Fragezeichen, Ausrufezeichen. Also ist nicht ganz klar. Aber das wird wahrscheinlich noch einer kommen. Also da kann man von ausgehen irgendwann. Ja, dann haben wir danach noch die Playback-Episode oder Playback-Episode von From Gosho Aoyama. Da gibt es wieder ein paar interessante Hintergrundinformationen zu allen Kapiteln in diesem Band. Finde ich sehr schön und muss ich sagen, das freut mich auch immer wieder, hier ein bisschen was von Aoyama selber zu lesen. Das gibt es ja sonst eigentlich nie, nur am Anfang der Conan-Bände eben immer ein bisschen zu den, was aktuell ihn bewegt, aber zu den Kapiteln selber eigentlich gar nicht so. Und das ist hier immer sehr schön gemacht, muss ich sagen. Auch wieder mal in Band 4. Danach noch eine Werbung für den Detective Conan vs. Kaito Kid Band, der schon seit letztem Jahr, war es letztes Jahr Oktober, nee, ich glaube schon ein Jahr länger her, also 2011 Oktober veröffentlicht wurde. Und ja, Ja, was? da könnt ihr auch euch den kaufen, für 6 Euro meine ich, wenn ihr an Kaito Kid Fällen in Detective Conan interessiert seid. Also da könnt ihr praktisch direkt den Überstieg von Detective Conan, Überstieg, sagt man das so, den Übergang von Kaito Kid zu Detective Conan schaffen. Ja, was mir noch aufgefallen ist halt bei den Playback-Episoden halt, finde ich sehr interessant halt, was er da so für Gedanken hat, wenn er da bestimmte Sachen anspricht. Gucke ich auch immer gleich nochmal nach, ob das auch wirklich so ist und denke dann auch, oh ja, da stimmt, so war das gemeint. Hier ist dann allerdings noch ein Fehler aufgefallen, halt diesmal mit den Namen, wo er sich zum Kapitel mit dem Black Star äußert. Da kommen ja Aoko und Akako beide drin vor und es wird halt gesagt, dass Aoko Magie einsetzen will und Aokor kann keine Magie einsetzen, das wissen wir. Ah, Und stimmt, ja. daher ist das da halt so ein bisschen an der Stelle ein bisschen. Ja, ist wahrscheinlich kein Fehler von Aoyama selbst, sondern einer wahrscheinlich von dem Übersetzerteam rund um Costa Caspari, schätze ich mal. Also, ist, ja, fällt natürlich nicht gleich auf, weil die Namen eben sehr ähnlich sind und wir verwechseln die häufig auch mal. Zumindest weiß ich von Marcel, dass er da häufig immer durcheinander kommt. Und ja, also, wir wissen alle, was gemeint ist, denke ich mal, dass Akako natürlich die Magie einsetzen will. Wer die Bände 1 bis 3 gelesen hat, der wird das wissen. Ja, ich würde euch gerne mal fragen, was denn euer Gesamtfazit von dem vierten Kaito Kid Band ist. Ja, also ich würde jetzt so zur Gesamtbewertung halt kommen und ich empfehle den Band auf jeden Fall, weil es auf jeden Fall ja ein super Band ist. Daher gebe ich auch einfach mal die volle Punktzahl, also 5 von 5 Kaito-Kid-Zylindern, weil ich halt einmal die Geschichten sehr gut finde, halt, dass es hier nicht nur um Kaito Kid und die Polizei allein geht, sondern er kriegt halt auch noch Hilfe oder neue Gegner und ein besonderer, ja, auch die Extras, finde ich, sind, tragen dazu bei, dass es halt so ein super Band geworden ist, halt die Vorankündigung und dann die kleine Bonus-Episode zum Schluss, aber eben auch, dass jeder Band oder jedes Kapitel mit Farbseiten eingeleitet wird. Das haben wir bisher noch Ja, nicht das. gehabt, dass jedes Kapitel so eingeleitet wurde. Ja, das finde ich auch sehr, sehr schön und ja, ich finde es im Vergleich zu den anderen beiden, anderen drei Kaito Kid Bänden finde ich diesen Band sehr gelungen. Also die ersten drei waren ja eher so, Kaito Kid ist eben da,
ersetzt seinen Vater und klaut hier ein bisschen was und da ein bisschen was und macht hier ein bisschen Comedy und dies und das und jenes. Und dadurch, dass Aoyama jetzt eben diesen Band deutlich später gezeichnet hat, nämlich 2007 oder 2006, ist er deutlich mehr auch, hat er ja schon Detective Conan gezeichnet und hat dann eben einen kurzen Schwenker rüber zu Kaito Kid gemacht wieder. Und hat da eben ganz viel auch von seiner bisherigen Erfahrung aus Detective Conan mitgenommen. Das sieht man hier natürlich auch ganz deutlich. Die Farbseiten sind schön. Ja, an sich alles die Playback-Episode und ja, alles rundum eigentlich perfekt. Hier wird die Haupthandlung fortgeführt und ja, eigentlich für jeden Kaito Kid-Fan ein Muss. Wer die ersten drei Bände nicht gelesen hatte, sollte zumindest den vierten lesen, finde ich irgendwie, weil man da eigentlich so die Hauptmerkmale des Kaito Kid Manga ein bisschen mitbekommt. Die Comedy geht natürlich ein bisschen verloren irgendwo, finde ich, muss ich sagen. Dafür ist natürlich die ganze Mystery, was ja auch hinten drauf steht, ist ja Mystery Manga eigentlich, kommt ein bisschen dazu und dementsprechend will ich hier nicht 5 von 5 geben, das finde ich ein bisschen hoch, muss ich sagen. Ich hatte bisher bei allen Kapiteln irgendwie 4 von 5 gegeben oder 3 von 5 beim ersten und 5 von 5 beim letzten. Hat sich also durchgehend gesteigert und dementsprechend gebe ich hier auch gut gemeinte 4 von 5 Feuerbällen, um mich mal auf das Cover des Bandes zu beziehen. Also kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, wie die anderen drei Kaito Kid Bände natürlich auch. Also gut gemacht und Respekt an Aoyama und kauft in euch diesen Band für 7,50 €. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ja, also ich finde, der Band ist auf jeden Fall sehr gelungen. Ich finde ihn viel, viel besser als 1 bis 3. 1 bis 3 hat mir nicht so gut gefallen. Ja, der Humor ist vielleicht verloren gegangen, aber das finde ich nicht schade. Zu den Zeichnungen, klar, der Band ist aus der neueren Zeit und daher sind die Zeichnungen einfach viel, viel besser. Das fand ich schon mal ein großes Pluspunkt. Und es ist auch, es wird mehr von Kaito Kid erzählt, wie schon gesagt. Und das finde ich sehr, sehr gut, wenn man bei einer Figur noch tiefer reingeht. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Außerdem diese Vorankündigung auf den 5. Band, den es jetzt dann vielleicht gibt, mal schauen, hat mich heiß gemacht, weil 1 bis 3, ja, das waren immer so unabhängige Geschichten, die hat man mal zwischendurch lesen können. Aber so 4, das ist einfach, da hat sich die Geschichte ein bisschen weiterentwickelt und macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Also auf jeden Fall ganz klare Kaufempfehlung. Und ich würde hier sogar 5 von 5 geben. Ja, also das ist, sind wir uns ja mal wieder einig, wie heute eigentlich die ganze Zeit schon. Kai streicht die heute im Podcast. Wäre sicherlich anders gewesen, wenn heute andere Teilnehmer dabei gewesen wären. Ich spreche ja aus Erfahrung. Ja, gut. Wäre es heiß hergegangen. Wobei ja dann... Ja, das auf jeden ist Fall. Ja, mit dem heiß hergehen ist ja das Cover auch so ein bisschen. Ne? Vorne hat er seinen Feuerball. Wenn man das Ding umdreht, ja, genau, ne, sagt er auch heiß und er steht in Flammen so, ne? Also ein ja, kleiner genau, Gag. Da wird's heiß hergehen, ja. Das glaube ich. Können wir uns hinten aufs Kaito Kid Cover draufpacken als Conan Cast Team. Und ja, da würde ich sagen, beende ich den Podcast auch an dieser Stelle. Wir haben ja wieder einiges hier heute für euch zusammengefasst, erzählt, bewertet und so weiter und so fort. Ihr könnt diesen Podcast und alle anderen Podcasts auch auf iTunes finden. Dort sind wir als Conan Cast vertreten. Ab sofort auch wieder mit Logo, wie ihr vielleicht schon bemerkt habt. Das war ja einige Zeit lang verschwunden. Jetzt ist es wieder da. Und wir versuchen auch dort immer aktuell zu bleiben, auch die Informationen da eben aktuell zu halten, wenn sich mal wieder was ändert beim Conancast und so weiter und so fort. Zudem könnt ihr auch gerne noch bei Twitter uns folgen als Conan News, twitter.com/Conan News. Da erhaltet ihr aktuelle Informationen zu Detective Conan und natürlich auch Kaito Kid und auch zum aktuellen Anime-Programm bei Viva. Zudem haben wir auch eine Facebook-Seite, facebook.com/Conan News. Da haltet ihr auch aktuelle Informationen. Dann könnt ihr uns gerne noch im Wiki besuchen. Da könnt ihr gerne was beitragen, wenn ihr was beitragen wollt. detektivconne-wiki.com. Seid ihr immer herzlich eingeladen. Auch zum Lesen gerne nur. Wenn ihr mal Rechtschreibfehler findet, könnt ihr auch gerne verbessern. Ist für jeden offen. Ihr könnt selber jederzeit was bearbeiten, wie in der Wikipedia. Dann ein Forum zum Diskutieren über Detektivconne und Kaito Kid. detektivconne-forum.com. Und für aktuelle News und auch zum Hören dieses Podcasts übers Internet. detektivconne-news.com und ich denke mal, damit sind wir durch. Ihr könnt uns auch gerne noch auf YouTube abonnieren, vergesse ich gerade mal wieder, wie immer. youtube.com/conannews, da erhaltet ihr aktuelle Outtakes, habe ich mal wieder vor, da ein bisschen was hochzuladen. Es ergeben sich ja manchmal wieder die ein oder anderen Outtakes und die werden dann dort gesammelt und ja,
dann bleibt mir nichts anderes mehr übrig hier, als euch heute hier zu verabschieden und zu sagen, kauft euch diesen Band, es ist das Geld wert. Und ja, ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Oh, macht's gut. Tschüss. Ja, dann drücken wir mal auf Stopp, ne? Thank you.